Diese drei Bogenschützen, die machen uns ganz schön zu schaffen. Die überfallen uns hier in unserem Heimatdorf der Wikinger. Eine haben wir bereits getötet, eine der Angreiferinnen. Zwei andere auch, die waren vorgestürmt über die Brücke im Süden unseres Heimatdorfes. Aber die beschießen uns und die werden wir nicht los. Der Pfeilhagel, den die rüberschicken, der tut uns ganz schön weh. Wir müssen jetzt über eine schmale Holzbrücke dem Feuer der Bogenschützen ungeschützt ausgesetzt hier rüberstürmen und versuchen, die irgendwie zu erreichen und abzuschlachten. Deckungsfeuer durch die beiden Bogenschützen noch. Keine Einheit verloren auf unserer Seite. Wie lange das noch gut geht, ich weiß es nicht. Weißt du es, Doc? Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur das Beste hoffen. Ich grüße dich. Ich grüße das werte Strategatorium. Und ja. Ah. Die rutschen ja. Alle aus. Das rutschen Glück aus. Auf unserer Seite. Fortuna kämpft bei uns mit als NPC. Großartig. Perfekt, perfekt. Kaum die Begrüßung ausgesprochen, schon schenkt uns Valhalla etwas sehr, sehr Positives. Rennen, rennen, rennen. Ja. Jedes Hexfeld, das wir vom Gegner entfernt sind, verringert dessen Wahrscheinlichkeit, uns zu treffen. Wir rennen, rennen, rennen. Das war unser Plan zum Ende der letzten Folge, die Kamikaze-Taktik. Erneut habe ich auf den letzten Bewegungspunkt hier verzichtet, des Bogenschützen vor lauter Blutdurst, der mich umfangen hatte, sodass es uns leider auch nicht möglich ist, dessen Schuss ihn mit seinem Behelfsbogen feuern zu lassen. Ach, sag mal, es gibt ja auch noch diese Spezialeigenschaft, der Tactical Move. Ja. Nee, das hätte nichts geklappt. Nein, in der Situation bringt uns das nichts. Die Bogenschützen haben welche Trefferwahrscheinlichkeit? 50-50. Wir wollten ja den Heiler zuerst ausschalten. Das ist der hier. Komm, ein bisschen Glück. Oder wir gehen ein ganz großes Risiko, gehen aus der Deckung raus. Und du meinst noch näher ran? Ja. Rutschen aus auf dem Eis und es geht uns wieder Gegenseite, lieber nicht. Lieber auf den Heiler. Auf den Heiler und drauf hoffen. Immerhin eine 50-50 Chance. Macht auch manchen unserer Zuschauer vielleicht Spaß, die Ärzte hassen, wer weiß. Die unangenehme Erfahrung gemacht haben mit Doktores, entschuldige bitte, lieber Doc. Doc Raiden hier als mein Mit-Let's Player. Das ziemlich gut macht, finde ich. Große Freude. Ja. Es macht auch wirklich Spaß. Beide haben nicht getroffen, so viel zum Thema Glück. Und das war's schon. Mehr können wir nicht machen. Ja. Wir können mit denen noch nach vorne rennen, uns dem Feuer aussetzen, der Gegenseite. Nein. Machen wir natürlich nicht. Eine Runde weiter. Die liegen ja jetzt sowieso, das heißt, die werden nicht allzu viel machen. Wenn wir Glück haben, stehen sie nur auf. Sieht ganz danach aus. Doch, er schießt aus nächster Nähe. Fast tot. Ein letzter Rest. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Bitte. Schießt auf den anderen, nicht auf uns. Warum denn das? Tja, jetzt wollte ich gerade noch... Ist das ein KI-Fehler? Ich denke schon. In dem starkst ein Pfeil. Nein, aber der jetzt... Nein. Ja, der... Doch, das wusste der. Der hatte einen Pfeil mit Bluten geschossen. Also alles in Ordnung. Die KI hat hier einen sehr guten Dienst geleistet. Zu unserem Nachteil. Sehr, sehr gut. Das ist der Heiler. Ja, der muss jetzt sterben. An wen kommen wir ran? An niemanden. Aber hier die rennt, die kann einer erwischen. Doch. Sie kommt hin, ja. Die Frage ist, ob wir nicht unseren Bogenschützen auf der Brücke dazu verwenden, auf den Heiler zu schießen. Vielleicht reicht das ja. Und dann hätten wir unsere Maid mit einem doch recht starken Hieb noch für die anderen beiden übrig. Das heißt, wir rennen mit dem Bogenschützen, sagen wir, bis hierhin. Dann können wir noch feuern. Mhm. Ist hier Deckung dazwischen? Schwer zu sagen. Ich hoffe nicht. Wenn wir von hier feuern... Was hat er von hier für eine Wahrscheinlichkeit zu treffen? Null. Null ist nicht so viel. Ah, dann... 37 hier. Bringt uns alles nichts. Dann ist er da hinter dem Bötchen und geschützt durch den Mann davor. Eventuell von der Position, von der du dachtest, könnte es funktionieren. Von hier, ja. Was hat er jetzt? Immer noch. Null. Okay. Dann deckt jetzt ihn hier auch gut. Null. Jetzt hier auch null. Scheibenkleister. Dann doch. Direkt die davor. Variante. Ja, er muss hier jetzt hin, sterben. Hier hin und aus zwei Entfernung. Können wir machen, ja. Gute Idee. Der muss jetzt auf alle Fälle sterben. Nicht, dass der noch hier in den Heilmodus geht. Gut. Das ist ganz schön riskant, weil die gute Nefja, die versteckt sich hier, aber die können rausrennen.
Jetzt hängt ganz, ganz viel ab von unseren Bogenschützen hier. Ja. Ganz, ganz viel. Pass mal auf, wir werden die jetzt 65. nach vorne... Ja, ich würde die sogar jetzt nach vorne beordern, weil selbst wenn die getroffen werden, die haben so viel Energie und ich würde die sogar auf die Brücke können wir leider nicht, dann können wir nicht mehr schießen. Nur hier hin. Aber wenn die ausrutschen. Ja, das bringt nichts, dann lass die schießen und wir nach dem Schuss werden wir sie auf die Brücke bewegen, soweit wir können. 65%. Das war ein ganz wichtiger Schuss. Und jetzt kommt der zweitwichtigste. Wenn wir Glück haben und den jetzt hier killen. Mit 55%. Und dann ganz viel Glück haben, dann könnte es sein, dass diese Lady hier, die uns ans das Una Restort hier, dass die es mit ihrem Schuss aus nächster Entfernung nicht schafft, um die Nefja zu killen. Dass sie die zwar trifft, aber nicht tötet. Ja. Und das hängt alles von diesem Schuss jetzt ab. Also, Daumen drücken, Zuschauer. 55%. Ich drück schon mal ganz fest. Alle drei Daumen. Ja! Ja, sehr schön. Puh, das war knapp. So, mit ihm können wir noch rennen. Rennen wir hier vorne hin. Ja. Bitte nicht ausrutschen. Danke. Wir trampeln über die Leiche. Der zappelt doch noch. Ja, stimmt. Die sind nur niedergestreckt. Ja, das sieht so aus. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Das ist eigentlich irgendwie nur so. Das ist nur ein Kratzer. Das ist nur eine Fleischwunde. Oh, guck mal. Oh, sie flieht. Und schießt dann noch aus der Entfernung mit geringerer Treffer wahrscheinlich. Oh. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Da ist noch ein... Wie viele Lebenspunkte hat die noch? Drei. Am seidenen Faden. Das Leben hängt am seidenen Faden. Tja. Kann sie den und sie kann erwischen. Guck mal hier. Ja, komm. Ach, dann. Es sei denn, sie rutscht jetzt aus. Genau, du läufst nämlich genau über dieses hier. Feld. Ja. Hier ist ein Glatteisfeld. Ja. Das und ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das ist dann, das einzige Feld aus, wo sie kann ja zwei Felder entfernt stechen. Entweder gehen wir das Risiko ein und sie sticht von hier. Von hier aus kann sie nichts machen. Dann erstmal die anderen. Du teste doch mal, ob das funktioniert, ob wir nicht mehrmals laufen können, solange wir uns in dem grünen Bereich befinden. Wie, dass wir mehrfach laufen können? Das heißt, wenn du jetzt einfach hier an der Seite entlangläufst... Eins, genau, also das sind ja, ist ja die Anzahl der Felder. Zwei Felder, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, ja, bringt das nichts. Das wird es nicht bringen. Ja. Wir müssen, vielleicht haben wir ja Glück mit den Bogenschützen. Wo sind wir dicht da dran? Dich, vielleicht sogar von hier, obwohl das ist auch, das ist nicht glatt, ne? Oder von hier oben? Ich renne mal hier oben hin. Lieber oben, ja. Erhöhte Position. Insofern das überhaupt eine Rolle spielt, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht, aber zumindest können wir dann nochmal näher kommen, falls das vonnöten sein sollte in der nächsten Runde. Nein. Verpasst. Ja, zumindest angekratzt. Das sollen diese Ausrufezeichen bedeuten. 45%. Theoretisch möglich. Nein. Gut, dann stürmen wir mit den anderen dann einfach vor und schützen zumindest mal unsere Maid. Das können wir auf jeden Fall machen. Wie denn? Einfach vor sie. Hier haben wir noch ein Feld direkt vor ihr. Einfach hier, dort warst du. Nochmal eins nach links unten und eins nach. Nee, direkt dahin. Vor. Genau. Ja, aber dann kommen wir ja nicht. Wir wollen ja im nächsten Zug den auch erwischen, per Nahkampf. Da sollten wir können sie ja zwei nach vorne ziehen und hinter denen. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Oder gibt es hier ein Deckungsfeld für sie hier? Hier gibt es Deckungsfelder. Mhm. Viele Möglichkeiten. Komm, wir schicken sie hier hin. Kann sie hier Deckung nehmen irgendwo? Nein. Hier hin und Deckung. Ja, das ist gut. Dann sollte sie bitte dann auch... Bitte nicht ausrutschen. Sein. Dankeschön. Ist jetzt verdeckt. Und jetzt ziehen wir mit den anderen einfach vor. Die anderen, es gibt nur noch einen. Ja. Im Nahkampf. Hat zwar nicht mehr viele Trefferpunkte, aber wir müssen den erwischen in der nächsten Runde. Mit Pfeil und Bogen kommen wir da nicht hin. Hier hin. Nee. Ja.
gehen wir jetzt das Risiko ein. Der wird wahrscheinlich einen Treffer abbekommen, aber... Aber ist nicht schlimm, er hat ja noch die volle Lebensenergie. Was hat sie vor? Konzentriert sich auf die Bogenschützen und trifft sehr gut, okay. So, weißt du was jetzt? Rache ist süß. Nein, doch, ja, guck mal, hierhin. Ja, das reicht. Das ist doch cool. Das reicht. Und dann wird sie empfindlichen Schaden austeilen. Rache ist Blutwurst. Rache wird kalt serviert, vor allem hier in diesem winterlichen Szenario. Bitterlich kalt. Sehr schön. Was? War das alles? Ja, das wird reichen, weil die Bogenschützen werden jetzt treffen. Oh, hoffentlich reicht das. Ich dachte, die hätte jetzt gekillt. Nein, nein. Ach, weil die kaum noch Lebenspunkte hat, kann die auch kaum Schaden zufügen. Ja, sie hatte ja auch noch... Das wusste ich. Sie hatte ja auch noch jede Menge. Nein, aber das ist doch anscheinend das Kampfsystem. Das war mir gar nicht klar, dass eine Einheit mit nur noch 3 Lebenspunkten auch kaum noch Schaden zufügt. Weil sonst hätte die mehr Schaden zufügen müssen. Egal, wir haben jetzt noch unsere Bogenschützen. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Wir wechseln jetzt erst... Ach, guck mal, der hat so ein Schild. Wir sind blöd. Wir hätten den nicht im Bogenschießmodus rennen lassen sollen, sondern im Nahkampfmodus mit dem Schild. Ja. Obwohl, niemand hat auf den gefeuert. Der hat doch so keine Trefferpunkte verloren. Insofern, Schwein gehabt. Ja. Hierhin. Und jetzt zuschlagen. Du und könntest zwar betäuben. Auch... Haben wir das? Bluten? Ja. Bluten wäre eine Variante. Ja, das lohnt sich nicht mehr. Das ist ja so wenig Schaden dann zufügen. Reduzierter Schaden, die hat ja nur noch die Hälfte. Und mit dem Schild zuschlagen? Das ist ein mächtiger Schlag. Können wir machen. Den hatten wir ja schon mal eingesetzt. Kann nicht geblockt werden, aber ein Bogenschütze blockt eh nicht, oder? Nee, also der sollte treffen. Normal drauf. Ja. Oh, ja. Und jetzt haben wir noch unsere Bogenschützen und wenn wir Glück haben... Mir klopft das Herz bis zum Halse. Also ich glaube, das Leben unserer Lady hier. Ach, wir werden jetzt treffen. Wir haben jetzt so eine gute Entfernung. Die Bogenschützen sind gut trainiert. Das wird jetzt hinhauen. 95%. Ja. Über was reden wir denn? Haben wir jemals über Ketil irgendwas Negatives gesagt? Ich nicht. Sehr schön. Die Brücke verteidigt. Adalbrunn hat keine neuen Verletzungen erlitten und hat dafür aber sein Gesicht verloren im Kampf. Das nicht, aber wir sehen auch hier, unser Schwert hat ein bisschen an Schlagkraft eingebüßt, hier vom Schmied. Oh ja. Ist dann, wenn ihr das Spiel selber spielen solltet, wichtig, weil dann kommt ja dieses Crafting-Menü, das jetzt noch nicht implementiert ist. Und da könnt ihr dann eure Ausrüstung wieder aufbessern oder am besten gleich neue kaufen. Sag mal, jetzt haben wir ja noch einen zweiten Kampf. Was ich mich jetzt echt frage, einer ist doch gestorben, das ist der Schmied. Ist das nicht eine Person, die für die Handlung entscheidend ist? Wird das nicht... Also du hast es ja selber schon gesagt, sterben tut hier niemand wirklich, sondern das ist eher ein Niederstrecken. Zumal das Spiel ja auch, das hatten wir anfangs gezeigt, ja in diesem Modus noch ist, in dem niemand wirklich getötet wird. Na dann, ja, alles gut. Also, ja. Dann gehe ich raus und ich frage mich jetzt... Okay, der letzte der Angreifer liegt im Schlamm. Eine kurze Pause zu Atem kommen und dann haben wir noch die Invasion im Norden. Was ich mich jetzt frage, ist, ob unsere Herrschaften hier, ob die mit reduzierten Lebenspunkten oben ankommen. Da hätten wir echt ein Problem. Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es so, dass du nach einem Kampf wieder mit vollen Lebenspunkten ausgestattet wirst. Allerdings befinden wir uns ja innerhalb einer Quest, also ist das wirklich jetzt spannend zu sehen, ob wir jetzt hier wieder mit vollem Gepäck reisen oder mit angetrunkenen Tassen in den Kampf ziehen müssen. Ein neuer Mensch begegnet uns, okay, läuft hier hin, wir schauen zum Dorf, okay, alle am Leben, auch damit ist deine Frage beantwortet. Die anderen wehren sich immer noch tapfer am Nordtor. Wir sollten uns beeilen und dort unsere Unterstützung zuteil werden lassen. Das wollen wir doch auch.
Dann rennen wir da mal hin. Das heißt, wir packen uns alle Leute, die wir hier haben. Mhm. Und hier liegt... Ach, guck mal, wir können auch noch dem Feind, der verwundet und sterbenskrank im Blut schwimmend auf dem Boden liegt, noch das letzte Hab und Gut aus der Tasche ziehen. Mal sehen, was er hat. Die Sachen Eisen und Kräuter. All das, was uns zumindest jetzt nichts hilft. Ja, WB, du hattest unser ganzes Glück aufgebraucht mit diesem Kettenhemd. Sehr schade. Wir bekommen einfach nichts Brauchbares mehr. Wir rennen rüber mit all unseren Leuten. Mhm. Der Schmied, der uns wird wahrscheinlich mitgehen oder auch nicht. Wir werden sehen. Ich gucke immer, gibt es irgendwas, was ich noch mitnehmen kann. Du bist ein alter Rollenspieler. Diese Versuchung, alles abzugrasen, muss. Das kriegt man einfach nicht raus aus einem Rollenspieler. Das ist doch die Hälfte des Vergnügens. Wir rennen schnell hoch Richtung Norden und hoffen mal. Entschuldigt, das war die falsche Richtung. Hoffen mal, dass wir nicht zu spät kommen. Genau. Können wir nicht irgendwo uns... Nee, wir sind ausgeheilt. Ja, sieht ganz gut aus. Da haben wir noch eine Kiste. Oh, wir sind schon wieder im nächsten Kampf. Oh, das geht hier Schlag auf Schlag. Und? Wie viele Feinde? Achso, die sind auf unserer Seite, die drei. Oh, der ist gut bewaffnet hier. Ja. Helmfried. Und viele hat Trefferpunkte. Wow. Viele Trefferpunkte. Schöner Damage. Klasse. Das sieht gut aus. Axt. Und das hier ist Aslife. Das ist unser Aslife. Ja, Aslife. Cool. Schön, dich wiederzusehen. Und Sigrid. Oh, schau mal, was Sigrid hier. Damage 82 bis 89. Das ist ja eine richtige Powerfrau. Meine Güte, eher nur die Hälfte. Die muss entweder eine tolle Waffe haben. Ja, erinnere dich. Sie ist eine Hexe. Erinnere dich an eine der ersten Folgen. Da wurde sie uns ja vorgestellt als die beste Jägerin im Dorf. Da kann man zu den Personen tatsächlich auch so ein bisschen eine persönliche Beziehung aufbauen. Wo sind die Feinde denn? Ja. Ich sehe sie noch gar nicht. Siehst du sie? Ich sehe sie auch nicht. Da links. Hier. Ja, so eine kleine Bande von sechs Herrschaften. Ein paar Kühe greifen uns nur an, das schaffen wir. Schau, halte mal nach einem Heiler Ausschau, dass wir uns um den zuerst kümmern. Ein Hunter, ein Jäger, Heiler, Signe und ein Skald. Was immer das sein mag, er ist zumindest untrainiert, das klingt schon mal gut. Das sind nur so Nahkämpfer, alles ohne Schild, Gott sei Dank, das ist der einzige mit Schild. Den holen wir uns als letzten, aber auf sie oder er, Signe, eine sie. Eine sie, eine Dottir, eine Tochter. Auf die haben wir es abgesehen. Ja. Jetzt ist die Frage wieder, Gegner kommen lassen oder nicht? Also mit Gegner kommen lassen, haben wir da so gute Erfahrungen mitgemacht? Nicht wirklich, weil wir der Plan war gut, aber wir haben ihn am Anfang vermasselt. Insofern, aber hier stellt sich die Situation ein bisschen anders dar. Das Gelände ist doch offener. Ich würde fast zu einem Angriff tendieren. Ja. Meinst du auch? Was hat sie denn hier für Waffen? Wer? Sie hier, Nefja. Nefja. Die hat doch normalerweise einen Stab. Ist der unsichtbar geworden? Nein, du kannst ja sie wechseln. Geh mal auf Waffen wechseln. Wahrscheinlich hat sie den einfach nur abgelegt. Jetzt hat sie einen Bogen. Nee, sie hat einen unsichtbaren Stab. Ach, das ist ein Geheimstab. Definitiv. Sie ist eine Hexe. Die Hexen Hexe, sind auf unserer Seite. Das wäre die rollenspieltypische Erklärung, aber wie gesagt, auch das hatten wir schon erwähnt, das ist ja eine Preview-Version und einige der Animationen sind einfach noch nicht implementiert bzw. vollständig. Das sollte dann zum Release kein Thema mehr sein. Schatz beiseite, wir haben zwei Bogenschützen, vier Nahkämpfer, der Gegner hat drei Bogenschützen und drei Nahkämpfer, ich schlage Angriff vor. Einverstanden. Hierhin mit dem Bogenschützen und hoffen, dass wir aus der Entfernung irgendwas 70%. Sofern kommt er hier da. Ich versuch's mal. Ich renne, geh mal hier hin. Ja, hier ist auch Schutz. Ja. Obwohl hier ist auch für die. Ich mach das mal. Ich renne mal hier hin. Mhm. Go, go, go. Guter Schutz. Und von hier können wir hervorragend angreifen. Die Heilerin. 80% Trefferwahrscheinlichkeit bei der Heilerin.
und schau mal, wie viel sie verlieren würde an Energie, an Leben, Lebenspunkten. Da haben wir einen Meisterschützen. Ja, zauberhaft. Bleibt an der Stelle stehen. Und mit den anderen rennen wir Deckungssystem. Ja, hier, Deckung. Hier hin erstmal nur. Mhm. Der Drohnenschild rennt hier hin. Bleibt da stehen. Dann haben wir noch hier den. Rennt hier hin und bleibt da stehen. Auch gut. Ja, mach das ruhig. Wir haben dann zwar keine Angriffspunkte, aber die können wir ja sowieso nicht aus der Entfernung. Mhm, genau. Verwenden. Dann haben wir noch eine Bogenschützin hier. Hier kommen wir wenigstens zur Seite hin. Ich renne erstmal nur, obwohl, da geht mal den letzten. Da können wir auch noch schießen. Wenn wir Glück haben, treffen wir ja. Mal gucken, was bringt das denn hier aus der Entfernung? Nichts. Null. Und die da vorne, alle gar null? Nichts, okay. Alle null, das bringt nichts. Dicht daran. Ist hier ein Deckungssystem? Nein, hier ist Deckung. Mhm. Also der Norden gefällt mir hier deutlich besser als die Brücke. Die Brücke war die schwierigere Variante und wir waren dahin gelaufen, weil wir dachten, es wäre einfacher. So kann man sich täuschen. Hier ist gar keine Deckung. Wie hättet ihr euch denn entschieden, Zuschauer, liebe Zuschauer? Schreibt's doch in die Kommentare. Ja, seid ihr definitiv. Zuerst zur Brücke oder erst in den Norden? Der hat ein Schild, deshalb hält er ein bisschen mehr aus. Schickt ihn nach vorne. Und hier ebenfalls mit Schild oder ohne? Ohne. Ach, was vorher gut ging. Hier ist ein bisschen Schutz zur Seite hin. Ich schicke die mal hier hin. Das ist auch die Speerkämpferin aus der zweiten Reihe. Mhm. Vielleicht. Jetzt hat sie ihren Speer wieder. Er ist wieder aufgetaucht. Doch keine Hexe. Eine Runde weiter. Ich glaube, wir haben uns sehr gut positioniert. Okay. Bogenschütze. Geht aus der Deckung, damit er besser trifft. Der Hund. Okay, er läuft. Riskant. Der scheint sehr von sich überzeugt zu sein. Aber ist gut, wenn sie schießt und nicht heilt. Oh, das so gut war. Ein empfindlicher Treffer. Und nochmal ein Bogenschütze, der wird wahrscheinlich. Gut, er schießt auf die Deckung. Kann uns nichts passieren. Und hier wird kein Angriff erfolgen. Okay. Jetzt wird es knifflig. Jetzt wird es verflixt knifflig. Wir stehen uns Mann gegen Mann, Weib gegen Weib gegenüber. Die einen haben den blanken Stahl in der Faust, die anderen einen Bogen umgeschnallt. Und wer wird am Schluss im Schnee liegen bleiben? Wer wird zu Witwe, wer wird zu Waise, wer wird zu Witwer werden im Laufe dieses Kampfes? Auflösung, nächste Folge. Nächste Folge bei Expeditions Viking. Bis dann.